Herzlich willkommen zur letzten Einheit der Vorlesung vor der Osterpause. Auf der Suche nach einem ansprechenden Titel für diese Einheit zum römischen Personenrecht habe ich mich für den Titel Sklaven, Kinder, Roboter entschieden. Und da Ihnen sicherlich klar ist, dass es im römischen Recht keine Roboter gab, werden Sie sich gefragt haben, warum ich die Roboter dazugenommen habe. Der Grund liegt darin, dass die Roboter mit römischen Sklaven, aber auch mit den Hauskindern im alten Rom eine Gemeinsamkeit haben. Roboter sind nach unserem Verständnis autonome Systeme, die selbstständig handeln können, die aber natürlich keine Menschen sind und nicht rechtsfähig sein können. Genau das war die Lage von römischen Sklaven. Sie waren nicht rechtsfähig, wurden als Sachen betrachtet, hatten aber eine Handlungsfähigkeit und konnten auch rechtlich relevante Handlungen vornehmen. Dasselbe gilt nach der eigenartigen römischen Vorstellung für Kinder, deren Vater noch lebte. Die waren zwar freie Menschen und sozial sehr angesehen, aber im Sinne des Privatrechts nicht rechtsfähig, nicht vermögensfähig, wohl aber in der Lage, Rechtsgeschäfte abzuschließen, also handlungsfähig. Aus unserer heutigen Sicht ist das ein unhaltbarer Zustand. Wir lehnen natürlich die Sklaverei ab. Das kommt zum Ausdruck in § 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, der sagt, die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt. Das soll gerade heißen, alle Menschen sind rechtsfähig von Geburt an. Niemand, der ein Mensch ist, hat keine Rechte. Alle Menschen haben Rechte. Unter anderem deshalb wollten die Nazis diesen § 1 des BGB ändern und stattdessen den Satz setzen, Rechtsgenosse ist, wer Volksgenosse ist. Wir lehnen also natürlich die Sklaverei ab und wir können uns auch nicht ein System vorstellen, in dem Kinder, auch wenn sie erwachsen sind, noch unter der Gewalt ihres Vaters stehen und deswegen kein eigenes Vermögen haben können. Trotzdem ist dieses römische Sklavenrecht heute in der Diskussion, wenn es um die Frage geht, wie kann man mit Robotern umgehen, wie kann man ein System regulieren, das handeln kann, das auch Schaden anrichten kann, das möglicherweise automatisiert Verträge schließen kann, aber eben nicht rechtsfähig sein kann. Ich persönlich bin eher skeptisch gegenüber solchen Versuchen. Ich habe das Gefühl, es läuft auf das hinaus, was der schon einmal hier zitierte Savigny die Geschichte als Musterbuch missbrauchen genannt hat. Aber es ist zumindest ein Aspekt, der zeigt, dass selbst die seltsamsten, die abstoßendsten Eigenarten des römischen Privatrechts in der Gegenwart in die Diskussion zurückkehren können. Wenn wir uns jetzt die Regelungen des römischen Rechts etwas mehr im Einzelnen anschauen, ist wichtig, dass wir die Unterscheidung von Rechts- und Handlungsfähigkeit, die ich eben schon angesprochen hatte, im Auge behalten. Hier auf der Folie ist es nochmal zu sehen. Rechtsfähig ist nach deutschem Recht jeder Mensch. Im österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch von 1811 ist das, was in Deutschland mit § 1 BGB zum Ausdruck gebracht wird, noch deutlicher ausgedrückt. Das war eine Zeit, als man die Sklaverei noch stärker vor Augen hatte. Deswegen wurde in Österreich damals ausdrücklich gesagt, Sklaverei oder Leibeigenschaft wird in diesen Ländern, also den Ländern, die unter der Herrschaft Österreichs standen, nicht gestattet. In Deutschland war man am 01.01.1900 der Meinung, der Ausdruck, die Aussage, die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt, reicht aus, um die Selbstverständlichkeit, dass jeder Mensch Rechte haben kann, auszudrücken. Wie erwähnt, schon wenige Jahre später wurde diese Aussage in Deutschland wieder in Zweifel gezogen. Für uns ist das der selbstverständliche Ausgangspunkt. Jeder Mensch ist rechtsfähig und wir werden nicht vertieft darauf eingehen, dass wir im modernen Recht auch die sogenannten juristischen Personen kennen, also rechtsfähige Gebilde, Personen, Vereinigungen, die eben nicht ein einzelner Mensch sind und doch rechtsfähig sind.
Person ist für das BGB und für das Recht der Ausdruck für den rechtsfähigen Menschen und eben auch für die juristische Person, also das Gebilde, dem das Recht Rechtsfähigkeit beimisst, obwohl es kein einzelner Mensch ist. Im Zivilprozess spricht man von der Parteifähigkeit. Wer rechtsfähig ist, ist auch parteifähig. Daneben gibt es die Handlungsfähigkeit, die Fähigkeit selbst durch eigenes Handeln Rechte zu begründen, eigene Rechte oder Rechte gegen die Person. Das kann nicht jeder Mensch, denn beispielsweise Minderjährige oder auch Geistesgestörte sind nicht geschäftsfähig und unter Umständen auch nicht deliktsfähig. Das heißt, sie können weder Verträge schließen und dadurch Rechte und Pflichten begründen, noch auch sich haftbar machen, wenn sie Schäden anrichten. Der Handlungsfähigkeit als Ausdruck des materiellen Rechts entspricht im Zivilprozess die Prozessfähigkeit, nämlich die Fähigkeit, selber im Prozess zu handeln. Jeder Mensch ist rechtsfähig und deswegen parteifähig, aber zum Beispiel Minderjährige und Geisteskranke können nicht selbst den Prozess führen. Wenn Sie die vielen schrecklichen Gerichtsurteile, die es gibt, über die Haftung von Ärzten wegen Geburtsschäden einmal lesen müssen, das ist eine sehr traurige Lektüre, werden Sie sehen, dass Sie da Tatbestände lesen, gerichtliche Tatbestände, die zum Beispiel sagen, der Kläger wurde bei seiner Geburt schwer verletzt und ist seitdem schwerst behindert, hat starke Hirnschäden. Und im nächsten Satz wird dann gesagt, der Kläger behauptet, für den Fehler bei der Geburt sei der Arzt so und so verantwortlich oder sowas. Dann ist klar, es behauptet das nicht wirklich der Kläger, sondern für ihn ein Anwalt und ein gesetzlicher Vertreter. Trotzdem, weil er eben Partei ist, wird ihm das zugerechnet, was andere sagen. Aber er ist nicht prozessfähig. Ein anderer, ein gesetzlicher Vertreter, muss für ihn den Prozess anstoßen. Das kommt im Ausdruck Prozessfähigkeit zum Ausdruck. So viel als kleiner Exkurs zum geltenden Recht. Schauen wir uns jetzt das für das römische Recht genauer an. Die Rechtsunfähigkeit kennt das römische Recht eben auch für Menschen. Es sind nicht alle Menschen rechtsfähig. Und in älterer Zeit betraf das Frauen in der Regel Zeit ihres Lebens, weil sie nämlich, solange sie Kinder waren, in der Hausgewalt ihres Vaters standen und deswegen als Hauskinder rechtsunfähig waren. Und wenn sie dann mal aus der Hausgewalt entlassen waren, dann in der Regel in der Weise, dass sie in die Gewalt ihres Ehemannes gegeben wurden. Sie erinnern sich vielleicht, das ist eine der Funktionen der Mancipatio, die sogenannte Coemptio, durch die eine Frau von ihrem Vater an den Ehemann vergeben wird. Die Frau blieb dann immer in der Hausgewalt, sie stand nach der Hochzeit in der Hausgewalt des Ehemannes. Das ist schon gegen Ende der Republik, also so zu Ciceros Zeiten, ausgestorben. Danach waren Frauen in der Regel, wenn ihr Vater gestorben war, gewaltfrei, wie Männer auch. Aber eben solange der Vater lebte und seine Kinder nicht durch die E Mancipatio, Verbindung von Mancipatio und Injurecessio, wie wir in der letzten Stunde gelernt hatten, ein Kind aus der Hausgewalt entlassen, emanzipiert hat, solange bleibt das Kind eben, auch wenn es erwachsen ist, in der Hausgewalt des Vaters und ist prinzipiell rechts- und vermögensunfähig, wie eben auch Sklaven das sind. Ich habe Ihnen, wie Sie sehen, hier jeweils die Quelle dazu geschrieben, auf dem Quellenblatt, das im Internet verfügbar ist. Es geht ja hier ganz wesentlich auch darum, dass Sie lernen, diese Quellen zu verstehen. Schauen Sie also bitte die Quellen nach, die ich hier jeweils angegeben habe. Es gibt damit sehr wesentliche Ausnahmen vom Prinzip, dass alle Menschen rechtsfähig sind im römischen Recht. Im Übrigen gilt aber natürlich auch im römischen Recht, dass Menschen rechtsfähig sind. Bei Nichtbürgern gibt es gewisse Einschränkungen. Und die Handlungsfähigkeit ist auch für größere Gruppen eingeschränkt, nämlich für Frauen, auch wenn sie erwachsen und bei guter geistiger Gesundheit sind. Dann stehen sie unter der sogenannten Frauenvormundschaft, Geschlechtsvormundschaft. Quelle 4 sagt was dazu. Ich habe auch noch eine Folie, werde die aber nachher nur kursorisch besprechen können. Minderjährige, wenn sie nicht in der Gewalt des Vaters sind, das heißt insbesondere als Waisen, sind geschützt vor Dummheiten durch Beschränkungen ihrer Handlungsfähigkeit, so wie wir das auch heute haben, gemäß § 107 folgende. Näheres in Quellen 4 bis 6. Wir sprechen nachher das auch noch an. Und schließlich gibt es eben wie im deutschen Recht heute auch eine Beschränkung der Geschäftsfähigkeit für Geisteskranke und für
Verschwender, das sagt uns die Quelle Nummer 5. Schauen wir uns die Rechtsunfähigen, die Gewaltunterworfenen an. Ich hatte ja schon in meinen einleitenden Worten darauf hingewiesen, diese eigenartige Stellung, dass man rechtsunfähig ist, aber in gewisser Weise handlungsfähig, das ist etwas, was man heute wieder diskutiert, ob ein solcher Status vielleicht für Roboter, die von künstlicher Intelligenz angetrieben werden, denkbar wäre. So ist das nämlich bei den Sklaven. Bei den Hauskindern ist es prinzipiell genauso, allerdings ist es ungenau, wenn ich eben gesagt habe, auch die sind völlig rechtsunfähig, sie sind vermögensunfähig, aber sie werden in gewisser Weise als Rechtssubjekte anerkannt. Sie können nämlich anders als Sklaven selbst vor Gericht stehen. Nur wenn man ein Urteil gegen so ein Kind, ein Hauskind erstreitet, ist das nichts wert, denn vollstrecken kann man gegen sie nicht, weil sie ja kein eigenes Vermögen haben. Insofern bleibt es also dabei, sie sind letztlich nicht Rechtssubjekte, nicht rechtsfähig. Sondern es ist so, dass der Gewaltunterworfene, der Sklave wie das Hauskind für den Rechtsverkehr gewissermaßen durchsichtig ist. Was er erwirbt, erwirbt er nicht für sich selbst, sondern für den Gewalthaber. Das ist der Ausdruck für den Eigentümer des Sklaven oder für den Vater des gewaltunterworfenen Kindes. Beide können also beispielsweise vertragliche Versprechen entgegennehmen, also vertragliche Ansprüche erwerben, aber die gehen durch sie gewissermaßen hindurch und werden vom Vater erworben, beziehungsweise beim Sklaven vom Eigentümer. Das ist also die positive Seite. Der gewaltunterworfene Sklave oder Hauskind kann im Rechtsverkehr handeln, aber die positiven Effekte, die Vermögenszuwächse, gehen nicht an ihn selber, sondern eben an den Gewalthaber, den Eigentümer oder den Vater, heißt das. Andersrum haben sich die römischen Sklavenhalter vor Nachteilen durch das Handeln ihrer Sklaven und auch die Väter vor Nachteilen durch das Handeln ihrer Kinder geschützt, denn prinzipiell haftet der Gewalthaber nicht für Fehlverhalten seiner Kinder oder Sklaven. Es gibt also keine allgemeine Haftung für das Hilfspersonal, sondern man haftet prinzipiell nur, wenn man selber Schaden anrichtet. Das wird allerdings durchbrochen, auch bei Verträgen, das muss ich zunächst noch sagen, gilt, dass eben die Rechtsnachteile, also die Verpflichtungen, die ein Sklave oder ein Hauskind übernimmt, nicht ohne weiteres Verpflichtungen des Gewalthabers werden. Also der Erwerb, das Plus, das geht ohne weiteres durch die Gewaltunterworfenen hindurch an den Gewalthaber. Das Minus, Schulden, die sie machen, Schäden, die sie anrichten, dafür steht der Gewalthaber nur beschränkt ein. Diese Beschränkungen sind natürlich von besonderem Interesse. Schon an denen zeigt sich, dass das sicherlich so kein geeignetes Konzept für die Roboterhaftung ist. Es gibt also eine recht eingeschränkte Haftung, die auf im Prinzip diesen vier Punkten beruht für die Vertragshaftung, also für die rechtsgeschäftliche Verpflichtung. Zunächst mal, und das ist vielleicht noch der interessanteste Punkt, kann der Gewalthaber, dem Gewaltunterworfenen, das gilt wieder für Sklaven wie für Hauskinder, eine beschränkte quasi Vermögensfähigkeit geben, indem er ihm ein sogenanntes Peculium, ein Sondervermögen aussetzt. Das bleibt rechtlich Vermögen des Herrn, es bleibt also auch bei dem Grundsatz, der Gewaltunterworfene ist vermögensunfähig, er kann aber mit diesem Vermögen selber wirtschaften und das funktioniert gerade durch die Actio de Peculio. Das ist eine spezielle Abwandlung der ansonsten gegebenen Klageformeln, die besagt, dass eine Klage gegen den Gewalthaber, also Vater oder Eigentümer, möglich ist wegen Verträgen, die sein Gewaltunterworfener, Sohn oder Sklave, beschlossen hat, aber nur bis zur Höhe dieses Sondervermögens. Ich könnte also meinem Sohn beispielsweise 10.000 Sesterzen in die Hand drücken und sagen, das ist jetzt dein Sondervermögen. Rechtlich bleibt das mein Geld, mein Sohn ist nicht vermögensfähig. Macht er jetzt ein Geschäft, kauft er sich beispielsweise eine neue Toga und bezahlt zunächst nicht, dann hafte ich für den geschlossenen Kaufvertrag. Wenn der Verkäufer zu mir kommt und sagt, dein Sohn hat sich eine Toga gekauft für 1.000 Sesterzen, dann muss ich 1.000 Sesterzen bezahlen, ich kann verklagt werden. Aber nur, soweit das Peculium reicht. Wenn mein Sohn also die ganzen 10.000 Sesterzen schon verschlampt hat, weggegeben hat, verspielt hat oder sonst was damit gemacht hat, dann kann ich sagen, ja, ich
hafte für das Verhalten meines Sohnes aber nur in Höhe des Pekuliums. Das Pekulium ist null, also bekommst du Verkäufer nichts. Oder das Pekulium umfasst von den ehemals 10.000 Sesterzen nur noch 500. Die kannst du kriegen, aber mehr nicht. Also eine Art beschränkte Haftung für den Gewaltunterworfenen. Anders, weitergehend ist die Haftung nur dann, wenn etwas von dem, was der Minderjährige sich erwirtschaftet hat aus dem Vertrag, in mein Vermögen gelangt ist. Hat er zum Beispiel eine Toga gekauft, die ich jetzt trage, dann habe ich ja selber eine Bereicherung, wie man sagen könnte, aufgrund des Handels meines Sohnes. Kommt jetzt der Verkäufer zu mir, kann ich schlecht sagen, habe damit nichts zu tun. Nun muss ich zahlen, denn ich habe ja auch den Nutzen. Ich habe selbst eine Bereicherung durch das Handeln meines Sohnes bekommen. Da führt also die Tatsache, dass der Erwerb meines Gewaltunterworfenen an mich geht, dazu, dass ich dann auch für Verpflichtungen einstehen muss. Dann gibt es die Möglichkeit, den Gewaltunterworfenen ausdrücklich zu ermächtigen mit einem sogenannten Jussum, wörtlich Befehl. Ich kann also meinem Gewaltunterworfenen sagen, lieber Gewaltunterworfener, lieber Sklave oder auch wieder lieber Sohn, du darfst für mich eine Toga kaufen. Wenn ich eine solche Ermächtigung erteile, dann führt das dazu, dass das Geschäft gilt, als hätte ich es selbst geschlossen, das heißt, ich hafte selbst. Wenn Sie im zweiten Semester sind und schon Stellvertretungsrecht kennen, wird Sie das an die Stellvertretung im BGB erinnern. Da bedarf es ja einer Vollmacht und aufgrund der Vollmacht kann der Vertreter Geschäfte mit Wirkung für und gegen den Vertretenen abschließen. Es ist nicht ganz dasselbe, deswegen steht hier das Wort Ermächtigung. Bei der Bevollmächtigung ist ja erforderlich, das haben die Zweitsemester schon gelernt, dass man im fremden Namen handelt. Dass also der Vertreter sagt, ich handle nicht für mich, sondern für den, der mich beauftragt hat. Und nur wenn er das klar zum Ausdruck bringt, gilt auch das Geschäft für und gegen den Vertretenen. Das römische Jussum ist eine Ermächtigung. Das heißt, der Sklave kann im eigenen Namen handeln. Er muss gar nicht sagen, dass er Sklave ist. Er muss auch nicht sagen, wer sein Herr ist. Jedes Geschäft, das er abschließt, aufgrund eines Jussum, verpflichtet seinen Herrn. Insofern ist das nicht ganz dasselbe wie Stellvertretung, kommt dem aber natürlich in der wirtschaftlichen Funktion sehr nah. Statt eines solchen Jussum im Einzelfall kann ich auch auf Dauer meinen Sklaven für eine bestimmte Position einsetzen, wo er eigenverantwortlich Geschäfte für mich machen kann. Ich kann ihn zum Beispiel zum Leiter einer Verkaufsstelle oder eines Betriebes einsetzen. Dann darf er die damit zusammenhängenden Geschäfte als mein Institor machen. Und genauso darf ein Sklave, der als Schiffskapitän für mich unterwegs ist, für mich als Reeder, der römische Reeder heißt Exercitor, also der Kapitän, Magister Navis, der ein Schiff führt im Auftrag eines Exercitor, der kann den Schiffsinhaber verpflichten. Er kann also Geschäfte machen auf der Reise, für die dann der Reeder einzustehen hat. Das ist natürlich wichtig. So ein Schiffskapitän muss ja selbstständig handeln können. Der muss zum Beispiel das Schiff in einem fremden Hafen reparieren lassen können oder da einkaufen können. Dafür ist das nützlich. Es zeigt zugleich auch, wie verantwortungsvolle Aufgaben man Sklaven zutraute und wie sehr man auch darauf vertraute, dass Sklaven freiwillig zu ihrem Herrn zurückkommen. Das ist Teil eines komplizierten Systems von Strafen und Anreizen, die dazu führten, dass die römischen Sklaven meistens freiwillig dienten und nicht versuchten zu flüchten. Bei Flucht drohten ihnen schreckliche Sklaven wie die Kreuzigung. Wenn sie dagegen gut dienten, hatten sie relativ gute Aussichten, wenn sie eine Vertrauensstellung bekleideten, irgendwann freigelassen zu werden. Also diese vier Punkte sollten Sie sich merken. Sie sehen schon an vielem, was hier steht, dass das auch fürs moderne Recht gewisse Bedeutung hat. Das französische Recht kennt zum Beispiel heute noch einen Ableger dieser Actio de in rem verso und im deutschen Bereicherungsrecht werden Sie später lernen, dass man immer die als Argument verwendet. Sie sollten also mal verstanden haben, worum es sich dabei handelt. Diese Actio quod jussu ist, wie schon gesagt, nah dran an dem, was wir heute als Stellvertretung haben. Der Stellvertretung durch Freie brauchten und kannten die Römer nicht. Sie kannten also nicht die Möglichkeit, dass ich einen anderen bevollmächtige, in meinem Namen zu handeln. Das brauchten sie nicht, weil sie Sklaven hatten, die eben aufgrund dieses Jussum für ihren Herrn auftreten konnten oder aufgrund der Institoria und Exercitoria. Nur ganz ausnahmsweise kam es vor, dass man einen Sklaven freiließ wegen seiner treuen Dienste und trotzdem weiter beschäftigen wollte, zum Beispiel als Kapitän oder Betriebsleiter. Dann wurden ausnahmsweise diese eigentlich für Sklaven gedachten Mechanismen auf Freie angewendet. Dann konnte also ein Freier
durch sein Handeln einen anderen berechtigen und verpflichten, also Verträge schließen, für die dann der Reeder oder der Chef, der Geschäftsherr haftete. Diese Fälle und die dazu geäußerten Meinungen der römischen Rechtsgelehrten wurden im Mittelalter verwendet, um das, was heute Stellvertretung ist, so langsam zu entwickeln. Stellvertretung ist also etwas, was es im römischen Recht nicht gab, was aber mittelalterliche Rechtsgelehrte aus diesen Ansätzen entwickelt haben. Damit sind wir am Ende dieses Schnelldurchgangs durch das römische Sklavenrecht. Die Deliktshaftung von Sklaven sprechen wir noch an, wenn wir überhaupt über die Haftung aus unerlaubter Handlung sprechen. Auch da gibt es nur eine begrenzte Haftung des Herrn. Wir kommen jetzt zur Frage der Handlungsfähigkeit. Die ist nur relevant für Kinder, die Waisen sind. Lebt der Vater noch, sind sie ja ohnehin in dessen Gewalt. Ist aber der Vater gestorben, was in Rom nicht selten vorkam, weil die Lebenserwartung geringer war, dann stellt sich wie bei uns die Frage, können Minderjährige selbstständig juristisch handeln oder müssen sie vor ihren Dummheiten, wenn man so sagen darf, geschützt werden? Und wenn Sie dieses Tableau sich hier ansehen, dann sehen Sie gleich, dass auch da vieles nicht so unähnlich ist wie heute im deutschen Recht. Minderjährige, die nicht mehr in der Gewalt des Vaters sind, werden prinzipiell geschützt, solange sie nicht geschlechtsreif sind, im Puberes. Das hatten wir schon bei der Mancipatio kennengelernt. Die Geschlechtsreife ist eigentlich im römischen Recht zugleich Eintritt der Volljährigkeit. Also wer nicht geschlechtsreif ist, das wird bei Mädchen mit 12 angenommen. Bei Jungen kommt es eigentlich auf die körperliche Reife im Einzelfall an. Später sagt man ab 14. Der ist im Prinzip geschäftsfähig. Darunter ist man im Prinzip geschäftsunfähig. Wobei nochmal eine Differenzierung gilt, die es in ähnlicher Weise ja auch im deutschen Recht gibt, zwischen völlig geschäftsunfähigen, das sind die unter 7-Jährigen. Die Römer nennen die Infantes, das heißt eigentlich Kinder, die noch nicht sprechen. Auch in Rom konnten die Kinder wahrscheinlich schon mit 6 sprechen und etwas früher. Aber aus römischer Sicht konnten sie noch nichts Relevantes sagen, waren insofern sprechunfähig und konnten also ausschließlich durch einen Tutor handeln. Kinder, die älter waren als 7, also 7 oder älter, waren in einer besonderen Weise beschränkt geschäftsfähig. Das funktionierte etwas anders als im BGB. Sie konnten Geschäfte im Prinzip nur mit Zustimmung des Tutor schließen, aber ohne Zustimmung des Tutor wurden sie aus Geschäften berechtigt, aber nicht verpflichtet. Das kennen Sie im BGB anders. Da kennen Sie das, dass das Geschäft, das ein Minderjähriger schließt, das für ihn nicht lediglich rechtlich vorteilhaft ist, schwebend unwirksam ist. Nach römischem Recht ist es teilweise wirksam. Der Minderjährige kann nämlich seinen Anspruch geltend machen. Wenn er das allerdings tut, kann der andere sich darauf berufen, dass er ja einen Gegenanspruch hat, den der Minderjährige nicht erfüllt. Letztlich kann der Minderjährige also nur dann seinen Anspruch durchsetzen, wenn er auch die Gegenleistung erbringt beim gegenseitigen Vertrag. Das wiederum kann er nur, wenn sein Tutor mitmacht. Insofern kann er letztlich diesen einseitig bestehenden Anspruch nur durchsetzen, wenn er doch noch eine Genehmigung bekommt. Im Ergebnis führt das zu sehr ähnlichen Situationen oder zu sehr ähnlichen Resultaten wie die deutsche Regelung, dass das Geschäft, das ein Minderjähriger schließt und das ihn verpflichtet, das für ihn nicht lediglich vorteilhaft ist, schwebend unwirksam ist, bis es der Erziehungsberechtigte genehmigt. Aber die Konstruktion, die Denkweise ist ein wenig anders. Dann ist es so, dass die Römer nach einer Weile schon ziemlich früh in ihrer Rechtsgeschichte gemerkt haben, diese Volljährigkeit mit 12 oder 14, das geht doch zu weit. Auch ältere Jugendliche sind noch nicht alt genug, um komplizierte Rechtsgeschäfte zu übersehen. Und deswegen hat man später eine zusätzliche Grenze eingezogen und die nun relativ spät, nämlich erst mit 25, hat gesagt, bis dahin können Kinder sich, wenn sie übervorteilt wurden im Geschäftsverkehr, dagegen zur Wehr setzen. Sie sind also letztlich nicht unbeschränkt haftbar für das, was sie vertraglich vereinbaren. Und sie werden betreut durch einen Pfleger oder Kurator. Bei dieser Regelung ist es in der Rechtsgeschichte sehr lange geblieben, wobei man später eben zwischen dem Minderjährigen unter 14, die einen oder unter 12, die einen Tutor haben und den Älteren, die einen Pfleger haben, nicht mehr unterschieden hat. Und eben auch bei der Altersgrenze von 25 ist es geblieben. Der Code Civil von 1804, das französische Recht, hat dann stattdessen die Grenze von 21 festgesetzt. Da spielt vielleicht so ein bisschen zahlenmäßig eine Rolle. Man hat dann Altersgrenzen von 7, 14 und 21 und die 7 ist ja für viele eine bedeutende Zahl.
In der Waldorfpädagogik teilt man das Leben in Jahr siebte ein. Vielleicht hat sowas im Hintergrund eine Rolle gespielt. Jedenfalls ist man da auf 21 gekommen und erst seit 1974 hat man stattdessen die Volljährigkeit bei 18. Es spiegeln sich also diese Grenzen immer noch wieder. Es ist immer noch dabei geblieben, unter sieben geschäftsunfähig, dann beschränkte Geschäftsfähigkeit und dann die Volljährigkeit ohne die Differenzierung, die die Römer noch hatten bei der Geschlechtsreife, mit nunmehr 18 Jahren. Da ist also vieles, was ähnlich ist wie im deutschen Recht, aber einiges, was auch ein bisschen anders läuft. Ich habe hier noch eine Folie, die nochmal zusammenfasst die Lage der Frau im römischen Recht. Natürlich ist das römische Recht nicht ein Recht der Gleichberechtigung von Mann und Frau, denn Frauen sind zwar rechtsfähig, aber eben nur eingeschränkt handlungsfähig. Vor allem deswegen, weil sie auch noch als Erwachsene einen sogenannten Geschlechtsvormund, einen Tutor bekommen, anders als männliche Jugendliche, die den eben ab 14 nicht mehr brauchen. Diese Regelung, dass es eine sogenannte Geschlechtsvormundschaft gibt, ist in der Antike sehr üblich. Und genau genommen ist es im römischen Recht, ist die Lage von Frauen relativ gleichberechtigt, relativ vorteilhaft. Sie haben zwar keine politischen Rechte, sie werden auch im Privatrecht zurückgesetzt, aber praktisch hat das eine relativ geringe Rolle gespielt. Wir sehen in späterer Zeit, dass Frauen sehr selbstständig agieren und manchmal zwar einen Geschlechtsvormund haben, aber als solchen einen eigenen freigelassen, also einen ehemaligen Sklaven, den sie selber freigelassen haben, einsetzen. Das ist dann eine Person, die von ihnen sozial abhängig ist, die ihnen zu ewiger Dankbarkeit verpflichtet ist und die kaum ernsthaft widersprechen wird. Also diese Geschlechtsvormundschaft hat im römischen Recht eine relativ geringe Rolle. Die Lage von Frauen ist im Vergleich zum Beispiel zum altgriechischen Recht relativ vorteilhaft. Darauf wollte ich noch kurz hinweisen. Ich habe auch noch eine Folie zu Geisteskranken und Verschwendern, möchte die aber, um dieses Video nicht zu lang werden zu lassen, nicht ausführlich besprechen. Sie können es noch mal nachlesen. Vielleicht noch ein Wort. Die Geisteskrankheit von Furiosi entspricht dem, was wir auch in 105 BGB haben, die Störung der Geistestätigkeit. Daneben gibt es eben die Möglichkeit, dass Leute entmündigt werden. Das gab es im deutschen Recht auch noch bis Ende 1991. Seitdem gibt es nur noch die Betreuung. Das ist gewissermaßen die Nachfolge dieser Entmündigung von Verschwendern, auch wenn es jetzt nicht mehr in erster Linie um Verschwendungssucht geht. Damit sind wir am Ende dieses Foliensatzes. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass es natürlich wieder eine Wiederholungsaufgabe gibt, die diesmal sowohl das Sklaven- wie das Minderjährigenrecht betrifft. Sie können hier den Text schon mal lesen und die Aufgabe besteht darin, die Richtigkeit bestimmter Aussagen zu diesem Text zu überprüfen. Ja, das bringt uns schon wieder ans Ende dieser Einheit. Ich danke Ihnen für Ihre Treue zu dieser Veranstaltung und freue mich, wenn Sie nach der Osterpause auch wieder dabei sind. Einstweilen wünsche ich Ihnen besinnliche und trotz der schwierigen Umstände frohe und erholsame Ostertage. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns am Osterdienstag wieder. Dann geht es ums Sachenrecht. Der Titel der nächsten Einheit lautet Der Einzige und sein Eigentum? Für heute vielen Dank und auf bald.